Info-Document Management, das Info-Cloud-Suite integrierte Dokumentenmanagementsystem. Business-Objekte in ERP-Systemen, wie zum Beispiel Aufträge, Artikel und Lieferanten, müssen laufend unterschiedlichsten Dokumenten wie Textdokumenten, Zeichnungen und Fotos zugewiesen werden. Dokumentenmanagement und ERP-System sollten daher eng verzahnt sein. Im folgenden Video führt sie Stefan Schreier von der Infor GmbH in das Infor Cloud Suite integrierte Infor Document Management ein. Das Video zeigt einen Ausschnitt des zweiten Cyber-ERP-Contests 2023. Der ERP-Contest findet regelmäßig statt und ist eine Entwicklung der MQ Result Consulting AG. Sehen Sie jetzt den Ausschnitt zum Infor Document Management in der Infor Cloud Suite. Ja, der erste Punkt, ich bin natürlich weiterhin erstmal im Artikelstamm und möchte meinen Fokus nochmal auf die rechte Seite legen. Ich habe ebenso sehr schnell gesagt, Info-Dokumentenmanagement-System. Das Dokumentenmanagement-System ist integraler Bestandteil des Systems und sozusagen als Information immer dabei. Das heißt, Sie können an jedem Datensatz, und Datensatz bedeutet in dem Fall nicht nur Artikel, sondern wirklich an jedem Datensatz beliebige Dokumente hinzufügen. Das kann ich automatisiert machen, das kann ich aber einfach auch per Drag and Drop machen, indem ich hier zum Beispiel einfach in dieses Feld hier ein Bild hineinfüge und diesem Artikel hier zugeordnet, in dem Fall Gütebox, natürlich hier ein weiteres Bild hinzufüge, nicht nur eine Zeichnung, sondern auch ein Foto. Beliebig viele. Und wenn ich jetzt hier einmal in das System hineingehe und sage, ich möchte in IDM anzeigen, dann öffnet sich hier oben ein zweiter Reiter. Wir sind immer noch logischerweise in der Cloud Suite und haben dann das integrierte System und sehen dann zum Beispiel, zu welchem Bereich, in welcher Historie das Ganze definiert ist. Das ist jetzt ein Moment, wo ich das Ganze auschecken kann, wo ich dann zum Beispiel auch eine zweite Version dieser Zeichnung erstellen könnte. Und diese zweite Version, darauf möchte ich insbesondere auch hinweisen, weil das Info-Dokumentenmanagement-System natürlich auch revisionssicher ist, als in Deutschland zertifiziert als revisionssicher und Sie hier selbstverständlich dann auch das Ganze nutzen können, um automatisiert die Zeichnungen, sonstige Texte, Verkaufsbedingungen und so weiter natürlich an Ihren Kunden auch automatisiert per Mail rausschicken können. Das Ganze geht von hier aus auch. Ich kann aber auch das Ganze als Dokumentenmanagement-Workflow starten oder logischerweise, wie gerade schon gesagt, per E-Mail senden, aber das geht auch automatisiert. Und diese Verknüpfung ist schlicht und einfach da, genauso wie ich hier selbstverständlich sagen kann, dass ich hier in diesem Bereich einfach nach Box suchen möchte. Und wenn ich dann hier auf Box suche, dann findet das System nach einer kurzen Weile, weil alle Dokumente des Systems auch durchsucht werden, selbstverständlich alle Dokumente, wo erstmal das Thema Box drin ist, 232 übereinstimmende Dokumente, die hier definiert sind. Ich kann diese Suche natürlich dementsprechend verfeinern. Ergänzend vielleicht nur verbal, selbstverständlich können diese Dokumente, die Sie hier innerhalb des Systems haben, auch klassifiziert werden, über Berechtigung gesteuert werden und natürlich dementsprechend auch global im gesamten Unternehmen eingesetzt werden. Mit einem Klick hier oben auf dem Reiter bin ich dann wieder im Bereich des ERP-Umfeldes innerhalb der Cloud Suite und habe Ihnen einmal kurz das Info-Document-Management ja, sehr, sehr oberflächlich gezeigt. Sie sahen einen Auszug des zweiten Cyber-ERP-Contest 2023, der von der MQ Result Consulting AG organisiert und moderiert wurde. Auf der Website der MQ Result finden Sie weitere Informationen zum Cyber-ERP-Contest. Dort erhalten Sie auch das Video des gesamten Contests. Wir bedanken uns bei Stefan Schreier von der Infor GmbH für die Live-Präsentation in der Infor Cloud Suite und bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.